Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Viele Menschen fühlen sich heute von der Kirche abgestoßen und angewidert und das nicht ganz zu Unrecht. Paulus hat einmal gesagt, wir sind sozusagen der Unrat der Welt geworden, der Abschaum von allen bis heute. Während wir heute aber als Kirche Abschaum und Unrat geworden sind, weil Abschaum und Unrat in unserer Kirche Wirklichkeit geworden sind, hat Paulus etwas ganz anderes gemeint. Er sagt, dass dort, wo das Evangelium auf Widerstand stößt, es unbedingt weiter verkündet werden muss, auch wenn die, die das Evangelium verkünden, abgestoßen werden von denen, die es nicht hören wollen. In diesem Sinne sollten wir wieder Abschaum und Unrat werden, wie Paulus es gemeint hat, indem wir das Evangelium verkünden, indem wir Jesus groß werden lassen in unserer Kirche. Wo wir dann auf Widerstand stoßen, sollten wir diesen Widerstand ertragen. Aber wir sollten nicht widerlich werden für die Welt, in dem Abschaum und Unrat in unserer Kirche sind. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so mancher Widerstand, der der Kirche entgegenschlägt, ist völlig berechtigt. Hilf uns, dass wir aber widerstehen, Unrat und Abschaum in unserer Kirche weiter zu verbreiten, sondern hilf uns, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und aus ihm so zu leben, dass wir als Kirche wieder glaubwürdig werden. Und wenn man dann auf Widerstand stößt, gib uns die Kraft, in dir Trost und Frieden zu finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.